Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der deutschen Variante der Bliss 7 Box in dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Bliss 7 Box ist eine Box, die monatlich erscheint und 14,90 € pro Box und pro Monat kostet. Erst vor ein paar Monaten hat die Bliss 7 Box sich überlegt, dass es doch ganz cool wäre, wenn die auch eine deutsche Niederlassung quasi gründen würden, weil ganz offensichtlich die Deutschen auch Bock auf diese Box haben. Fand ich ziemlich cool, denn im Prinzip, ja, wart ihr dafür zuständig, mir zu sagen, Claudi, bitte abonnier mal die Bliss 7 Box und guck mal, ob die was taugt. Hat sie gemacht, die französische Variante. Und offensichtlich haben so viele Gefallen an dieser Box gefunden, dass es jetzt tatsächlich auch schon eine deutsche Niederlassung davon gibt. Leute, es ist krass. Es wird sehr, sehr bald, Ende September, den Adventskalender geben. Ich freue mich schon wie Sau drauf und ich habe auch schon vermutet, dass da gegebenenfalls was von Mac drin sein könnte. Und es ist was von Mac drin. Das habe ich schon beim Teaser gesehen eben. Und ja, hier habe ich jetzt die September-Variante. Wie gesagt, ich bekomme sie in der Kooperation, mache aber eine Verlosung und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. So, jetzt möchte ich aber hier reinschauen. Ab und an haben wir von der Bliss 7 Box nämlich diese Schubladenvariante, was ich sehr, sehr hübsch finde. Das ist so ein Retro-Design, ne? Mag ich gerne leiden. Und wir haben hier auch immer so 5 Produkte mit drin, die meistens in so einer, also nicht Originalgröße, weil, ne, offensichtlich zu klein, aber in so einer Luxusprobengröße, sage ich mal, drin sind. Einfach um High-End oder um neuartige Produkte günstig testen zu können, was ich cool finde. Hier haben wir dann den Blick in die Box. Nehme ich gleich erstmal. Es sieht grün aus. Es riecht auch grün. Ist das mein... Mag ich das? Vielleicht ein bisschen zu grün. Okay, so, wir gucken rein. September 2022. Redaktion schreibt, also quasi, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Feel good. Fühl dich gut. Das ist das Motto für den September. Sich mit einer Auswahl an Produkten verwöhnen, die gerade überall angesagt sind. Tanke im September positive Energie. Wir teilen unsere besten Ratschläge mit dir, damit du für die Zeit nach der Sommerpause eine Routine und neue Gewohnheiten einführen kannst, die dein Leben verändern werden. Vergiss den Blues nach den Ferien. Wir schicken dir eine Box voller positiver Energie. Ja, einen Blues habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nach irgendwelchen Ferien, mangels Ferien für mich. Aber nee, ganz im Gegenteil. Also ich bin halt so auch im letzten Drittel meiner Schwangerschaft und eigentlich gerade voller Energie. Ich habe Bock auf die ganzen Adventskalender. Hier stehen neben mir ein paar. Ich habe Bock drauf, das Kinderzimmer zusammen mit meinem Freund fertig zu machen. Wenn ihr dieses Video seht, ist hoffentlich, ich klopfe auf Holz, endlich der Estrich auch drin. Weil wie oft wurden wir jetzt schon vertröstet von diversen Estrichlegern, ey. Ich habe einfach Bock drauf, in den Herbst zu starten, obwohl der Herbst für mich die ekligste Jahreszeit überhaupt ist. Aber egal, ich habe einfach Bock drauf, die nächsten 3 Monate richtig reinzuhauen, um dann in 3 Monaten, ich heul gleich, mein Baby in den Arm zu halten und Mama sein zu können. Wow, ich habe keinen Blues, Leute. Ganz im Gegenteil, auch wenn ich was Blues anhabe. Ich habe einfach Bock auf die nächste Zeit. Es ist für mich eigentlich die kurze Zeit, die jetzt so kommt. So. Ihr wisst Bescheid. Ich muss mir jetzt einen Schluck trinken, weil ich jetzt emotional werde. Ich habe hier Tempos irgendwo. Ich möchte jetzt nicht, dass ich meine, meine Schminke hier jetzt überall hin verteile, denn ich habe hier gleich noch was vor. Zwischenzeitlich kommt eine Pizza, aber ich wollte noch ein paar Videos drehen. Oh, ziellos, ey. Ich und meine Heulerei. Leute, ich meine, ich bin ein emotionaler Mensch, ne? Das ist so. Ich habe gelernt, meine Emotionen auch mal rauszulassen und nicht immer in den Griff zu im Griff zu halten, ne, zurückzuhalten, einfach weil es gesund ist. Aber jetzt durch die Schwangerschaft, ich bin eine Heulsuse geworden. So, wir konnten uns ein Produkt aussuchen. Und zwar, ob wir einen Augenbrauenstift von Anastasia Beverly Hills haben wollen und dann auch in welcher Farbe oder ein Alternativprodukt. Ich habe natürlich einen Augenbrauenstift genommen, auch wenn das Alternativprodukt hochpreisiger gewesen wäre. Preise stehen nicht dabei, die suche ich euch aus dem Internet raus, verlinke euch auch die ganzen Produkte. Ne? Unsere Lieblinge sind hier aufgeführt, ganz natürlich, Inside the Team. Das finde ich total schön, dass hier die Menschen aufgeführt sind, die dort arbeiten. Jessica, Anai, heißt die Anai oder Anais? Weiß ich nicht. Und Angel,
Interessant. Ein Feel-Good-Monat. Organisation, Konzentrationsshot, ein farbiges Büro, sich zu Hause fühlen, schlaf gut. Oh, schlafen kann ich wirklich nicht gut. Lass grün rein. Ja, ne? Kriegen wir alle hin. Jetzt möchte ich mich gut fühlen mit den Produkten, die hier drin sind. Und witzig ist halt wirklich, dass die Produkte hier so grün sind. Ich starte hier mit dem Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Ist ja schon angeteasert gewesen. Ich habe mir die Farbe Taupe ausgesucht. Taupe finde ich bei mir eigentlich recht passend, ne? Weil ich, wenn ich das hier auch an meine Haare halte und auch an meine Augenbraue, wird das sehr gut funktionieren. Ich habe eigentlich schon einen, den ich mal von Beauty Bay zugeschickt bekommen habe, aber ich glaube, der ist zu braun, also zu warm für mich. Genau, der hier kommt in meinen Full Face Beauty Boxen, da können wir den mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall klasse. Wir hatten auch schon Fenty Beauty, MAC und so weiter mit in der Blissine Box drin und das ist halt eine Full Size, ne? Und so schaut dann der Stift aus. Ja, den jetzt zu swatchen macht gar keinen Sinn, aber ihr seht es in den Full Face Beauty Boxen, da sammle ich halt immer die dekorative Kosmetik aus dem jeweiligen Monat, die in den Beauty Boxen drin war, ne? Und schmink euch daraus einfach ein Full Face, damit wir gucken, wie die Produkte so performen. Weil es ist immer cool, wenn man sich darüber freut, coole Marken, coole Produkte drin zu haben. Aber hey, die Frage aller Fragen ist doch immer, wie funktioniert das Produkt dann auch, ne? Dann habe ich hier eine Gelcreme, eine Moisturizing Gelcreme für normale und Mischhaut. 98% sind natürlichen Inhalts, sind natürlichen Ursprungs der Inhaltsstoffe, was? Von Respire, das ist eine französische Marke und da sind 50 Milliliter drin. Das dürfte dann für den Körper sein. Das ist natürlich eine große Größe, aber praktisch, dass es halt in der Tube ist, ne? Muss nicht so mit dem Finger reingehen, finde ich auf jeden Fall interessant. Riecht angenehm. Wirklich, mag ich gerne leiden. Also ich habe jetzt keine Kombinationshaut. Ich habe eigentlich eher trockene Haut. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein Produkt für mich wäre. Muss ich mich noch ein bisschen mehr reinlesen. Hätte ich aber in der Theorie Bock drauf. Dann habe ich ein Shampoo, oder? Nee, Balm After Shampoo. Hydration und Smoothness for All Hair Types. Jean-Louis David Professional Go Green, 95% natürliche Inhaltsstoffe. Meine Herren, ne? Also ich weiß nicht, ob ABH, gut, die sind cruelty free, aber ich weiß nicht, inwiefern die halt auch so natürliche, die sind nicht so natürlich, oder? Es ist einfach eine High-End-Kosmetikmarke. Aber hier haben wir halt bei den Pflegeprodukten super viel Natürlichkeit und vegan halt auch mit dabei, ne? Ja, und das machst du dir nach der Haarwäsche drauf, lässt es für 3 Minuten einwirken und dann kannst du es abwaschen. Ja. Ist halt wie eine Haarkur, ne? Würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Mit Avocado wird auf jeden Fall die Haare nähren. Finde ich schön. Mag ich gerne leiden. Finde ich charmant. Riecht auch angenehm. Also irgendwie hat mir eben der Duft ja nicht so super gefallen, als ich hier dran gerochen habe. Aber die einzelnen Produkte riechen gut. Oder riechst du nicht gut? Riechst auch gut. La Canopée. Das ist ein Cleansing and Purifying Black Gel Carbon Arbre A The Citron, keine Ahnung, 100% natürlichen Ursprungs, natürlich zertifiziert, 50 Milliliter sind hier drin. So schaut das aus. Das sieht sehr interessant aus, ne? Also da ist irgendwas mit Zitrone, mit Carbon-Zitrone. Wie stelle ich mir das denn vor? Aber gut, das ist ein Reinigungsgel, was so schwarz ist und sehr interessant aussieht. Finde ich interessant, finde ich wirklich interessant. Du sollst deine Hände nass machen, dann massierst du das in dein Gesicht ein. Und dann wird das halt dein Gesicht reinigen. Ja, das ist doch schön, ne? Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ist mit Milchsäure auch. Das heißt, auch wieder ja eine Säure fürs Gesicht. Da muss man ein bisschen vorsichtiger mit sein. Würde ich dann jetzt nicht unbedingt morgens anwenden. Würde ich eher abends anwenden. Vegan, 100% natürlich. Finde ich cool. Auch wieder fast fürs Gesicht, ne? Schön. So, einen haben wir noch. Das ist bei Ya. Ja, das mag ich tatsächlich nicht so gerne. Das ist ein Tropic Shot Exfoliant Poudre Corp. Also quasi, das ist hier so ein Kaffeepulver-Peeling. Damit versaust du dir die ganze Dusche und es riecht nach Biomüll. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das hat auch so gestunken. Das hat den Duft hier drin auch verfälscht, ne? Hatte ich schon mal, habe ich angewendet, mochte ich gar nicht leiden, weil ich das einfach vom Duft, wie gesagt, her nicht gut fand. Natürlich, ja, es hat gepeelt. Und wenn man das auch so sieht, im Prinzip ist hier ja auch Kaffee, Kokosnuss und Rizinusöl drin. Im Prinzip und 100% natürliche Inhaltsstoffe, ist es ja auch wie Biomüll. Also nicht Müll, aber ne, wie Kaffeeprött,
mit Kokosnussschalen, die man dann halt vielleicht irgendwie noch getrocknet hat und da reingegeben hat. Und dann noch das Öl mit dabei. Deswegen könnte es sein, dass es mich deswegen daran erinnert hat, als ich das angewendet habe. Nicht mein Lieblingsprodukt aus der Box tatsächlich. Aber wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Produkte, die eigentlich ganz interessant sind. Also wir haben was für die Haare, für den Körper, fürs Gesicht und dekorative Kosmetik ist auch noch mit dabei. Und das finde ich schön. Also ich mag die Mischung von der Blissin Box gerne leiden und kann euch die deswegen ans Herz legen, euch einfach mal anzuschauen. Schaut euch auch gerne die anderen Unboxings an, die ich jetzt auch schon hochgeladen habe. Sind jetzt ja auch nicht so super viele, ne? Dass ihr euch einfach mal so ein Bild machen könnt, was so ungefähr in der Box drin enthalten ist, um zu schauen, ob das auch eine Box für euch wäre. Oder ihr sagt, hey, ich habe voll Bock auf den Adventskalender und dann schaue ich mir einfach erstmal nur den Adventskalender an. Welcher Tag und welche Zeit? Das hat mich gerade so erschrocken. Hat die offen? Darauf habe ich keine Antwort. Diese Frau macht mich wahnsinnig. Hilfe. Hilfe. Oh, wow. Okay, also, ne, so viel dazu. Schöne Box, kann ich euch empfehlen. Ich glaube aber, wenn man Abonnent ist, bekommt man den Adventskalender zum einen günstiger und zum anderen eher. Weswegen ich halt immer empfehlen kann, so um diese Jahreszeit auch die Box, wo man Bock auf den Adventskalender hat, entsprechend zu abonnieren, weil es macht Sinn. Einfach so gesagt. So, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Blissin Box aus dem Monat September. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!